Ich sehe hier im Wesentlichen drei Herausforderungen, sowohl für die Industrie als auch für die Gesellschaft. Das ist sicherlich einmal die Supply Chain. Wir haben gerade in den letzten zwei Jahren Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg gesehen, wie fragil unsere Supply Chain aufgestellt ist. Als weiteren Punkt sehe ich hier den Fachkräftemangel, der auch durch den demografischen Wandel weiter befeuert wird. Und das dritte Thema ist hier sicherlich der Klimaschutz und die Nachhaltigkeit. Alles drei bedeutet aber auch eine Riesenchance, Dinge einmal anders und komplett neu zu denken. Ich denke, dass hier die Digitalisierung und die digitale Transformation einen riesen Beitrag leisten kann, und zwar für alle drei Themen. Insbesondere beim Fachkräftemangel gäbe es aber noch zwei andere Ansätze. Das ist sicherlich einmal die Gender Diversification. Wir haben immer noch viel zu wenig weibliche Fachkräfte in den technischen Berufen und allerdings auch, wie heute schon angesprochen, eine vernünftige Immigrationspolitik speziell für Fachkräfte. Alle drei haben da eine tragende Rolle. Für die Großindustrie sehe ich als Hauptaufgabe, die großen Transformationen voranzutreiben, wie zum Beispiel das autonome Fahren oder die Energiewende. Für den Mittelstand sehe ich eher die Rolle, ihre Innovationsführerschaft in der Nische und ihre Stabilität beizubehalten und weiter auszubauen. Das unterscheidet übrigens den Mittelstand ganz deutlich sowohl von Großunternehmen als auch von Startups. Und die Politik hat hier eigentlich zwei Aufgaben. Zum einen muss sie die Rahmenbedingungen dafür schaffen, um die Aufgaben für die Großindustrie und den Mittelstand bereit zu schaffen. Das zweite ist allerdings auch eine Änderung in der Gesellschaft bezüglich Hightech. Und mit Hightech meine ich nicht nur Maschinenbau, Elektrotechnik, sondern durchaus auch Biotechnologie, aber auch Themen wie Datentechnologie und Energietechnologie. Wir sind da leider immer noch viel zu technologiefeindlich in Europa und gerade auch in Deutschland. Und das ist eigentlich sehr schade. Ich erinnere da immer gerne daran, dass eines der ersten Länder und Firmen mit einem Corona-Impfstoff aus Deutschland kommt. Und genau die haben es geschafft durch die Kombination von Gender Diversity und einer vernünftigen Immigrationspolitik. Und ich denke, das wären die Ansätze, die uns in Europa deutlich weiterbringen könnten.